Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir Wi-Fi Battle. Heute mit dem IU-Team aus der letzten Team-Tube um Sorg und... Ja, einen Moment bitte, ich wähle kurz das Stück aus. Das werdet ihr nicht hören, aber ich werde es hören. Und ich möchte gerne gute Musik haben, während ich hier kämpfe. So, ich hoffe, es hat alles geklappt. Ich musste das Libeldress leider doch gennen, weil ich zu unfähig für RNG bin. Und ja. So, ich sehe Zeug. Also ich kann sagen, als ich das letzte Mal IU auf Showdown gespielt habe, habe ich nur zwei davon gesehen. Also und ich habe schon 1000, ich habe über 3300 Rating. Also ja, also ich bin nicht so gut. Egal, ist alles vom Testen dieses Teams. Okay, fast alles. So, womit könnte ich leaden? Also ich sage euch erstmal die Spitznamen, damit ihr gleich weiß, wovon ich rede. Und zwar ist Ryder mein Piondragi, Bruno mein Karadonis. Matze, mein Hundemon, weil so heißt einer unserer Hunde. Ursula, mein Glalie, das heißt Phyrnontor. Hutsasa ist MLG-Pilz. Und Flygon ist Flydor, alles wie immer. So, ich glaube, ich werde einfach mal mit Flygon leaden. Wobei, welchen Lead will ich predikten? Ich kann kein Lead predikten, ich werde einfach mit Flygon leaden. Denn er wird höchstwahrscheinlich den Scarf predikten, weil man spielt das fast immer mit Scarf, also... Man ist es auf jeden Fall Scarf gewohnt. Auf jeden Fall hat man es im Yu-Gi-Oh! Damals immer Scarf gespielt. Ich sehe im IU relativ wenig Flygons, was mich ein bisschen verwundert, denn Flygon ist echt gut im IU. Muss ich schon sagen. Einfach wegen dem Typing und der Immunität gegen Hazards. Okay. Hallo, Chillabell. In Shiny. Was machen wir da mit Flydor? Ich glaube, ich will einfach Erdkräfte drücken. Weil ich den Switch in Dusclops predikte oder in Echnatol. Ich drücke einfach mal Erdkräfte. Okay, bleibt einfach drin, drückt die Kehrschelle. Haut die mich schon um? Nein, tut sie nicht. Aber sie macht halt echt viel Schaden. Wäre jetzt halt echt ein bisschen blöd, wenn das einfach King's Rock wäre. Es ist King's Rock. Alles klar. Heißt für mich, ich mache den Switch out. Auf Ryder? Ja, auf Ryder. Kommt übrigens von Ryder aus Fate Stay Night. Ich finde, es hat mich einfach irgendwie dran erinnert. Warum auch immer, aber es hat mich irgendwie dran erinnert. So, hallo, nächste Kehrschelle. Von einem der ekelhaftesten Pokémon, die ich kenne. Ich glaube, ich werde erstmal Giftspitzen drücken, denn ich sehe keinen Spinner/Deformer in seinem Team. Oder will ich Brüller drücken? Ich drücke erstmal Abschlag. Ich habe jetzt gar keine Lust darauf, totgeflincht zu werden. Ist, denke ich mal, verständlich. So, komm bitte durch, Ryder. Wäre jetzt sehr cool. Komm bitte durch. Okay, wir kommen durch, können den Abschlag raushauen und dem Tasma seinen King's Rock abnehmen. Scharfzahn, okay. Ist mir jetzt relativ egal, ob es jetzt King's Rock oder Scharfzahn ist. So, jetzt haben wir aber zwei halbtote Pokémon nur wegen dem Chillabell. Ich weiß gerade auch nicht, wie viel er meinem Energy-Pilz macht. Ich glaube, es sind unter 50%. Ich werde MLG-Pilz gehen. Und dann einfach mal Gigasauger drücken. Okay, wir wehren die Attacke ab. Dann ist alles gut. Drücke ich jetzt einfach mal Gigasauger und... Warte. Der hat Vegetarier auf seinem Sourcebug. Ich will nicht Gigasauger drücken. Ich will in Ursula gehen. Ja, das will ich tun. MLG, er bleibt drin. Das ist scheiße gelaufen. Sourcebug hat doch Vegetarier, oder? Ich weiß es nicht, ich sehe das Teil nie. Ja, sehr viel Schaden, ich weiß. Das ist gerade echt ungünstig, was hier passiert. Vor allem, weil der Eissplitter nicht reichen wird. Hm.
Mir hat wohl leider doch MLG-Pilz wieder gehen müssen. Habe ich overpredicted. Ich drücke Mega Eisschad. Ich weiß, das ist jetzt gerade echt dumm. Aber ich will einfach nicht MLG-Pilz gehen müssen. Ich will lieber danach ihn outspeeden können. Oder... Ach, schade. Hätte ja reichen können. Und der geht einfach Kugelsaat. Wäre ich mal MLG-Pilz gegangen. So, aber... Okay, wir sind jetzt Ursula los. Ist ein bisschen blöd, weil wir hätten Sourcebug und... Tyrantrum gut treffen können. Aber ich nutze das jetzt, gehe Matze, was unser schnellstes Pokémon ist, und drücke einfach mal Flammenwurf. Oder Finsteraura. Ich drücke einfach mal Finsteraura. Und kann das Teil damit endlich rausnehmen, das Chillabell. Das hat mir mehr Probleme gemacht, als es sollte. Mal gucken, ob wir das hoffentlich, ob wir das anders noch hinbekommen. Also ich hoffe mal, also ich schätze auch schon, weil das sein gesamtes Team, hallo Takero, wird ziemlich stark von Matze zerstört. Was will ich hier reinschicken? Was brauche ich am wenigsten? Das ist jetzt die Frage. Und ich glaube, die Antwort auf die Frage ist Flygon. Ja. Flygon darf weg. Flygon brauche ich am wenigsten. Dragon Dance, hallo. Ich werde jetzt einfach Draco Meteor klicken. Er wird mich jetzt wahrscheinlich rausnehmen. Und das kann ich dann nutzen, um einfach in Bruno mit seiner Robustheit zu gehen und Nahkampf zu drücken. Außer er prediktet jetzt hier irgendwas. Okay, er geht einfach Eiszahn. Will hier nichts riskieren. Erledigt Flydor. Ich spiele hier echt scheiße gerade. Und ich nutze das G-Bruno und werde jetzt einfach Nahkampf drücken. Wir spielen übrigens gegen Hallo. Wie heißt der? Was für eine Zahl ist das? 815. Hallo 815. Auf Twitter. So, ich drücke einfach mal Nahkampf. Er geht Eiszahn. Weh, er kriegt jetzt den Freeze oder den Flinch. Okay, kriegt er nicht. Das heißt, wir können das Teil rausnehmen. So. Dann ist alles gut. Also eigentlich nicht, weil ich gerne meine Robustheit behalten hätte. Für das Famicooler. Aber da habe ich ja immer noch mein Houndoom für. Hallo Zirklop. Verständlich, dass er das jetzt reingeholt hat. Ich meine, ich kann für Zirklop überhaupt nichts. Weil ich auch gebannet bin. Ich werde Matze gehen. Wenn er jetzt Irrlicht drückt, wäre das perfekt. Wenn nicht, wäre es nicht so perfekt. Aber ich kann allem, was er reinholen könnte, viel Schaden machen mit Matze. Und ich wüsste jetzt auch nicht, was er drücken sollte. So, was kommt rein? Ich kann allem gut Schaden drücken. Brumm, brumm. Hallo. So, da drücke ich jetzt einfach Overheat, also Hitzekoller. Dann sollte ich das Teil one-hitten. Okay, wir treffen auch. Dann ist alles gut. Sourcebug, bitte stirb. Was? Okay, wir überleben das auch. Aber, was? Ist das gerade passiert? Ist das gerade wirklich passiert? Alles klar. Ich drücke einfach nochmal Hitzekoller. Ich will das Sourcebug jetzt tot sehen. Okay, wir treffen auch. Sourcebug ist erledigt. Das sieht mir stark nach Assault Vest aus. Ich glaube nicht, dass das Teil sonst einfach mal eben einen, okay, es ist wahrscheinlich auch es ist höchstwahrscheinlich physisch defensiv. Nein. Drei defensive Pokémon? Okay, könnte sein. Es könnte defensiv sein. Tandrak. So, ich kann gegen das Teil nicht drin bleiben. Ich brauche Matze noch. Ich werde jetzt Ryder abwerfen. Ja, ich werde Ryder abwerfen. Wäre jetzt ultra ungünstig, wenn er sich jetzt einfach setup. Das wäre aber auch die perfekte Gelegenheit für ihn, um sich zu setupen. Ja, Clownwetzer, hallo. Und jetzt ist der Moment, an dem ich Abschlag drücken muss.
Wobei Giftspitzen. Ich werde es sowieso one-hitten. Ich werde Giftspitzen legen. Wenn er sich noch weiter setupen will, ist das kein Problem. Eisenschädel, alles klar, der trifft und killt. Ja, Ryder ist erledigt. Aber ich habe noch meinen Scarfed Houndoom und das sollte One-Hit KO'n. Ich werde ja outspeeden wegen meinem Scarf. Ich werde einfach Flammenwurf drücken. Ich will jetzt nicht mit, riskieren, dass der Hitzekoller misst. Und kann dann mit dem Flammenwurf das Tantrak da aus dem Spiel nehmen. Außer er switcht jetzt noch aus. Aber das tut er nicht. Und das ist ein totes Thermikula. Houndoom macht gute Arbeit. Ich habe ja gesagt, dein Team ist relativ Houndoom-weak, aber ich bin trotzdem nicht zufrieden mit dem, was ich hier gespielt habe. Er hat 5 weibliche Pokémon, das sehe ich jetzt erst. Und ein männliches, und das ist Takeru gewesen. Hieß, glaube ich, so, oder? Ich weiß es doch nicht. So, das ist Sarkophag. Aha. Toller Name. Bin ich ja Fan von. Ich werde jetzt hier Bruno gehen. Er hat keinen Grund, jetzt hier Irrlicht zu drücken. Das wäre alles ziemlich dumm. Außer er predicted hat mein Switch. Das wäre ziemlich krass, wenn er das tut. Okay, er drückt Plage. Dann ist alles gut. Dann kann ich jetzt nämlich Knock-Off drücken. Das ist genau das, was ich vorhatte. Und ja, ich werde outspeeden. Bandit Knock-Off wird Schaden machen. Und ich brauche Bruno eh nicht für viel. Du weißt wahrscheinlich, schlauer gewesen wäre es, für Zwirklopp zu behalten. Aber vielleicht können wir das ja one-hitten. Ich glaube eher nicht daran, aber eventuell, ja, können wir nicht. Mumie kriegen wir jetzt noch statt Robustheit. Robustheit hätte uns eh nichts mehr gebracht und jetzt wird er uns verbrennen und damit hat sich für uns, für unser Zorg. Ich hätte es wahrscheinlich wirklich behalten sollen. Wegen dem Zwirklopp. Wobei, ich kann das Zwirklopp, ja, nein, brauche ich nicht. Ich kann das Zwirklopp, wobei, ich weiß es nicht. Alter, nice, ich krieg sogar noch einen Kill mit Bruno. Oder er drückt Schutzschild. Dann nicht. Dann wird Bruno jetzt sterben. Ich bin echt nicht zufrieden mit dem, was ich hier geleistet habe. Und noch leisten werde. Er hat ja noch 2 Geister. Als seine Walls. So, wollen wir mit Matze und Dark Pulse mal eben einen Kill abholen. Und den anderen müssen wir gucken, wie wir den machen. Ich bin ja stark dafür, einfach Immungis da reinzuwerfen. Immungis irgendwie sterben zu lassen. Und dann Abgangsbund hier mit Houndoom zu drücken. So, gehen wir MLG-Pilz. Und drücken einfach Gigasauger, bis es stirbt. Also das Zwirklopp. So. Dann wollen wir mal anfangen mit Gigasauger-Spam. Wir werden kaum Schaden machen, aber er uns auch nicht. Wow. Und er kann mit Leitteile einfach noch ultra viel covern. Er flucht. Er setzt Fluch ein. Alles klar. Moment. Das ist perfekt. Da kann ich jetzt Pilzspore einsetzen. Houndoom wechseln. Wobei, was so schlau wäre. Nein, ich werde nicht Houndoom wechseln, aber ich werde trotzdem Pilzspore drücken, damit er sich nicht an mir hochheilt. Und dann einfach Gigasauger spammen. Mit dem MLG-Pilz. Und im Optimalfall kann er Energy-Pilz so töten, dass er sich nicht hochrecovern kann. Und ich ihn dann mit Houndooms Finster-Aura rausnehmen kann, was wesentlich safer ist. Wobei dieser KP-Stand wahrscheinlich schon ausreichen würde für die Finster-Aura. War das ein Crit? Die sind so schnell gesunken. Nein, war keiner, okay. Sir Clock pennt immer noch. Wir nehmen weiterhin Schaden.
Und ich drücke einfach nochmal Gigasauger. Und okay, wenn er jetzt nicht aufwacht, habe ich safe gewonnen. Wenn nicht, dann auch. Einfach weil ich halt noch mein Houndoom habe, welches genug Schaden drücken wird. Mit der Finsteraura. Wobei die Abgangsmond-Taktik sowieso nicht funktionieren würde, weil ich ja dann eh verliere, weil mein Pokémon zuerst stirbt. Das hätte ich vielleicht bedenken sollen. So, er schläft noch, das heißt. GG. War ein cooler Kampf. Auch wenn ich finde, dass ich relativ nicht ganz so gut gespielt habe. Aber. Hey, das wird sich in den nächsten zwei Kämpfen hoffentlich ändern. Auf Showdown sah es auf jeden Fall ganz gut aus. In meinem. Mit meinen Skills. Das heißt. Vielleicht wird das ja hier auch mal so. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Kampf wieder. Wieder mit dem Sorg-Ayuk-Team. Und ja, bis dahin. Ciao.